Wie findest du die besten Dividendenaktien für dein Depot? Aktien, bei denen du keine Angst haben musst vor einer Dividendenkürzung, im Gegenteil, Aktien, bei denen du dich Jahr für Jahr über steigende Dividenden freuen kannst. Das zeige ich dir in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Dietz, ich bin der Gründer des Aktienfinders mit über 115.000 Mitgliedern und ich würde mich freuen, wenn auch du von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitierst. Wenn man an sichere Dividendenzahler denkt, dann denken viele zunächst einmal an Dividendenaristokraten. Und ich würde sagen, da fangen wir auch mal an. Dafür gehen wir in den Aktienfinder und filtern hier über den Qualitätsfilter nach Dividendenaristokraten. Und das machen wir hier über Anzahl Jahre Dividendensteigerung seit mindestens 25. Und dann haben wir hier 149 Dividendenaristokraten für dich. Und jetzt wäre die Frage, A, sind die Dividenden sicher, dieser Dividendenaristokraten? Und B, handelt es sich bei diesen Aktien tatsächlich um ein gutes Investment? Denn auch als Dividendeninvestor setzt sich deine Rendite zusammen, nicht nur aus Dividenden, sondern auch aus Kursgewinnen und eventuell auch leider aus Kursverlusten. Denn wenn wir hier auf eine Haltedauer von 10 Jahren sortieren, also Kursgewinne 10 Jahre, dann siehst du, dass es nicht wenige Dividendenaristokraten gibt, die hier Kursverluste eingefahren haben. Das sind rund 2 Dutzend und danach kommen dann die Underperformer. Und wenn wir hier die Sicherheit der Dividende uns anschauen, dann nehmen wir hier mal beispielhaft auf die Schnelle die Ausschüttungsquote. Wir haben hier einmal Ausschüttungsquote auf den Gewinn und einmal auf den freien Cashflow. Und du siehst hier anhand der roten Zahlen, dass es einige Dividendenaristokraten gibt, die auf Pump ausschütten, weil die Ausschüttungsquote auf den Gewinn und oder freien Cashflow überschritten wird. Das heißt, auf Dividendenaristokraten allein kannst du dich nicht verlassen. Und stell dir vor, da ist jetzt auch noch der Survival Bias drin. Das heißt, hier sind ja nur die Dividendenaristokraten drin, die aktuell noch den Status eines Dividendenaristokraten haben. Diejenigen, die ihn bereits verloren haben, sind hier nicht enthalten. Jetzt ist die Frage, wie kannst du nach den wirklich erfolgversprechenden, nach den qualitativ hochwertigen Dividendenaristokraten filtern? Dafür erinnern wir uns, dass Dividendenaktien eigentlich auch nur Aktien sind und da kommt es ja auf das langfristige Gewinnwachstum an. Denn nur wenn die Unternehmen, in die du investierst, ihre Gewinne langfristig steigen, dann kannst du auch von steigenden Kursen und Dividenden profitieren und damit rechnen. Deshalb filtern wir hier mal nach Stabilität des Gewinns mindestens 0,8. Da fängt die Qualitätsaktie an und wir wollen auch im jährlichen Mittel auf 10 Jahre, wenigstens 5 Jahre jährliches Gewinnwachstum haben. Und jetzt haben wir hier ungefähr die Hälfte aller Dividendenaristokraten rausgefiltert. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier auch die Performance-Krücken erwischt haben. Und tatsächlich, wir haben jetzt nur noch 3 Aktien drin, bei denen du Buchverluste gemacht hättest auf 10 Jahre. Vorher waren es ja über 2 Dutzend gewesen. Jetzt ist die Frage, wie geht es vielleicht noch besser? Und dafür verabschieden wir uns komplett vom Konzept des Dividendenaristokraten. Das ist ja ein US-amerikanisches Konzept und dieses, ich muss die Dividende Jahr für Jahr erhöhen, sei es auch nur um den symbolischen Cent. Das wird anderswo nicht gelebt und du willst ja vielleicht ein diversifiziertes Depot haben und eine reichhaltige Auswahl haben an zuverlässigen Dividendenzahlern, die beispielsweise auch aus Europa oder aus Japan stammen. Deshalb weg mit der Dividendensteigerung seid. Stattdessen nehmen wir die Stabilität der Dividende, machen ja mindestens 0,9 und dann hast du hier über 600 solide Dividendenzahler jetzt plötzlich schon im Angebot, eine deutlich größere Auswahl, viele Aktien davon auch aus Amerika, die halt nur nicht seit 25 Jahren am Stück bereits die Dividende steigern. Viele sind ja gar nicht so lange börsennotiert. Und jetzt ist die Frage, wenn wir uns das angucken, sind die Dividendenzahler alle für dich geeignet? Das hängt natürlich von deiner Dividendenstrategie ab. Und zwar gibt es ja hier die beiden Strategien Dividendenwachstum oder Dividendenertrag. Das heißt, möchte ich hier eher hohe Dividendenrenditen von Anfang an haben, dann wäre das Dividendenertrag oder Dividendenwachstum. Und wenn ich jetzt hier mal sortiere nach hoher Dividendenrendite, höchste Dividendenrenditen jetzt ganz oben, dann siehst du im Qualitätsscore hier für Dividendenertrag, also hohe Dividenden haben wir einen höheren Score als Dividendenwachstum
In der Regel, und wenn ich jetzt andersrum sortiere, also Aktien mit niedriger Dividendenrendite, dann haben die häufig ein höheres Dividendenwachstum, siehst du hier, und auch einen höheren Score für das Dividendenwachstum. Entsprechend dem, was du willst, kannst du dann auch filtern nach der Dividendenrendite und oder nach der nach dem Dividendenzuwachs hier über 10 Jahre oder auch hier über 5 Jahre. Was auch noch für dich ganz entscheidend sein wird, das ist dann, wenn du die Kennzahlen verlässt und ein bisschen weiter runter guckst, ins Detail reingehst, um einen noch besseren Eindruck deiner Dividendenaktie zu bekommen, dann siehst du hier grafisch schön im Zeitverlauf, wie die Dividenden Jahr für Jahr steigen, inklusive Prognosen. Hier siehst du beispielsweise, dass es mal eine Dividendenkürzung gab, aber trotzdem ein sehr solider Dividendenzahler mit einer Dividendenstabilität von 0,99. Du siehst auch, dass die Dividenden immer gedeckt sind. Auch hier bei der Dividendenkürzung war sie gedeckt, sowohl durch den freien Cashflow hier in Braun als auch durch den Gewinn. Was auch noch sicherlich für dich interessant ist, ist hier die Dividendenhistorie über den langen Zeitverlauf. Da siehst du auch, wie die Dividendenrendite sich entwickelt, ebenfalls inklusive Prognose. Das wäre dann deine persönliche Dividendenrendite bei einem Kaufzeitpunkt heute. Wir haben auch noch hier den Dividendenalarm im Angebot. Da kannst du dich benachrichtigen lassen, wenn deine Ziel- oder Wunsch-Dividendenrendite überschritten wird. Du kannst hier ganz einfach Dividendenrenditen, Zieldividendenrenditen eingeben und du bekommst dann automatisch auf Wunsch eine E-Mail zugesandt mit den Aktien, für die deine Zieldividendenrendite überschritten ist. So sieht das Ganze aus. Und wenn du also auf der Suche nach zuverlässigen Dividendenzahlern bist, dann denke ich, ist der Aktienfinder für dich eine echte Erleichterung und Bereicherung. Und falls du noch kein Mitglied bist hier, dann probier den Aktienfinder gerne aus. Die einfache Mitgliedschaft ist sogar kostenlos.